Hallo und moin moin zu einer neuen Folge World of Warcraft. Wir sind ja hier wieder stehen geblieben. Ja, das hat das letzte Mal irgendwie nicht geklappt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Wir müssten hier irgendwo so einen Heini ansprechen, den da. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Die Verlassenen glauben uns schwach. Sie halten uns für ein gebrochenes Volk. Sie glauben, wir würden uns auf den Rücken rollen wie verängstigte Hunde. Wie falsch sie doch liegen. Wir werden sie im Feld bekämpfen, bis der letzte Schützengraben einbricht und die letzte Kanone schweigt. Okay. Wir werden sie in den Straßen bekämpfen, bis der letzte Schuss fällt. Und geht die Munition zur Neige, schlagen wir ihre Schädel mit den Steinen unserer Stadt ein. Wir werden sie in den Gassen bekämpfen, bis unsere Knöchel wund und blutig sind und unsere Rapiere zerstört am Boden liegen. Und sollten wir uns umzingelt und entwaffnet finden, verletzt und überwältigt, so heben wir unsere Häupter und spucken ihnen ins Gesicht. Aber wir werden niemals aufgeben! Oh, es geht los. Helios! So, haben wir schon alle um. Ich hätte vorgeschlagen, wir bleiben jetzt immer bei dem Typen hier. Ich setze dem jetzt auch ein Zeichen auf den Kopf, damit ich ihn nicht übersehe. Nicht, dass er dann irgendwann mal weg ist hier. So. Jetzt sind die schon wieder entmutigt hier, die muss ich wieder aufpushen. Was machen die überhaupt? Inspiriert die Kombatanten der Schlacht um Gilneas. Inspiriert. Die sollen nicht inspiriert sein, die sollen ja die fertig hier machen. Oh, seht ihr mal, wie schnell ich die hier umhau. Easy peasy. Gleich können wir wieder inspirieren. Inspirieren! So. Oh, für die kriegen wir EP. Ich glaube, die müssen wir auch töten. Damit wir weiterkommen. Was hält denn mich hier? Ich weiß es nicht. Kurz am Kopf kratzen, dann kann ich weiter schlachten. Hä? Wie ist denn der dahinter gekommen? Der war doch gerade vor mir. Komm, knallt sie ab. Das wird wahrscheinlich so eine never-ending Story. Oh, ich mag langsam mag ich das Questgebiet der Worgen nicht mehr. Ich will hier raus. Ah, Tastatur bleibt da. Bleibt bei mir. Ah, oh, was ist denn das? Mich juckt's am Schienbein. Ah. Ja, hau die alle um. So. Ich will Level 15 sein. Welches Level haben wir denn jetzt überhaupt? 12. Uns fehlen noch 3 Level. Und dann geht's ab mit der ersten Instanz. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt auch... Ich schätze mal spätestens übernächster Folge. Geht's los. Mit der ganzen Instanzgeherei. So, und jetzt? Jetzt sammeln die sich wieder. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe mal, dass die hier langsam mal hinmachen. Ich habe keinen Bock, hier ewig zu kämpfen. Jetzt
Zumal ich hier gar keine EP dafür bekomme. Alter, was ist denn das? Was juckt mich denn da so? Und ich hoffe auch, dass jetzt... Ich nehme jetzt das erste Mal mit Bandicam... Was heißt das erste Mal? Ich nehme jetzt schon das erste Mal mit Bandicam auf Ton, Video und gleichzeitig Spiel. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe mal, dass das mit dem Video und der Tonspur klappt. Weil mir ist aufgefallen, dass wenn ich das separat aufnehme, dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Dann ist irgendwie... am Anfang ist das Bild gleich. Mit meiner Stimme, also mit meinen geformten Wörtern meiner Lippen, und dann plötzlich nicht mehr. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Irgendwann mitten im Video ändert sich das. Vielleicht gibt es dann irgendwann eine kleine Verzögerung bei der Videoaufnahme, ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, ob es jetzt so sein wird oder nicht. Die sind nicht inspiriert genug. Komm schon. Drängt sie zurück. Ja, wir drängen sie doch zurück. Also ich ist ein bisschen öde. Ist ja ganz schön so, die Schlacht und so, aber... Muss das sein? Ich will jetzt lieber Instanzen gehen. Monstrositäten blockieren den Weg zum Militärviertel. Das wird nicht einfach werden. Nee. Wo ist denn der Rest? Für mein Volk. Als Dank für die Hilfe in Blutstein haben uns die Bewohner da eine Fähigkeit gebracht, die uns im Kampf gegen die Verlassenen helfen wird. Okay. Welch willkommener Anblick ihr seid, Lorna. Bemannen wir die Kanonen. Der Rest von euch lockt die Monstrositäten in Frage. Ah, ich kann nicht mit der Gestalt. Okay. So, jetzt knallen wir die mal ab. Damit wir schneller vorankommen. Go, go. Geh weg, du Zombie. Dann schießt man den da hinten noch ab. Auf gar keinen Fall werde ich diesem Kampf fernhalten. Kann man den Ohr abknallen? Ja. Komm schon. Okay. Ah, wir müssen den da hinten noch abschießen. Wow. Ich kill die lieber so. Das dauert mir zu lange. Irgendwie werden es immer weniger. Jetzt ist die Frage, sterben die denn auch? Also die Gefolgsleute von dem hier. Die sollen auf jeden Fall inspiriert werden. Ich glaube, die werden geheilt. Ich weiß ja nicht von was. Ich weiß auch nicht, von was ich geheilt werde. Ich werde auf jeden Fall geheilt. Wie ihr seht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das an dem Soldaten der Schlacht bla 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 liegt oder... Ich hoffe bloß wirklich, dass wir diesmal nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Weil jetzt gleich ging das ja das Spacken los, dass die dann plötzlich alle verschwunden sind und gesagt haben, nö, kein Bock mehr. Jetzt töten wir erstmal hier die ganzen Flitzpiepen. Die müssen wir weiter inspirieren, sonst haben die keinen Bock mehr und gehen nach Hause. Ah, ich bin nicht inspiriert genug. Ich gehe nach Hause. Na, bleib stehen. Jetzt müsste gleich irgendwie so... Da kommt auch schon der Gegner. Dann nehmen wir erstmal das Katapult. Ich finde, man sollte in WoW einbauen, dass wenn man irgendein Fluggeschoss wirft, sei es so eine Kugel wie jetzt gerade eben oder sonst was, dass es auch wirklich das erste Ziel trifft, was in der Flugbahn steht und nicht dorthin, wo man zielt. Also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stück weiter dahinter schieße, dass ich den Typen trotzdem treffe. Tue ich ja so nicht. Oh, oh, gleich ist mein Katapult kaputt. Für eins reicht's noch.
Ach, dann greifen wir jetzt so an. Inspirieren wir die mal. So, schön folgen. Wohin rennt er denn jetzt? Ja, stimmt, der macht einmal hier so eine komische Schleife, wieso auch immer. Also irgendwie ist das Questgebiet hier am Anfang kacke. Ja, fighten wir jetzt nochmal. Oder quatschen die jetzt? Irgendwas stimmt hier noch nicht. Jetzt despawnen die Affen. Wir sollten uns eurem Vater anschließen, Liam. Er braucht unsere Hilfe gegen Sylvanas. Ach, das ist aber wichtig. Wo rennt er jetzt hin? Er rennt jetzt hoffentlich nach rechts. Ja. Sehr schön, weil hier ist er, glaube ich, das letzte Mal verschwunden. Oh, da kommen die Worgen. Ja, haut sie kurz und klein. Den Typen muss ich echt folgen. Ich habe echt keinen Bock, dass ich die ganze Scheiße hier nochmal mache. Ich bin nicht feindselig dem Spiel gegenüber. Ich liebe WoW. Ich wollte schon League of Legends sagen. Ich liebe WoW und es macht echt geil Spaß, aber irgendwie... Was ich euch noch fragen will, hättet ihr eine Idee für einen coolen Gildennamen? Ich überlege schon die ganze Zeit, aber mir fällt keine richtig gute ein. Und wenn ihr vielleicht mal eine Idee habt, wie könnte die Gilde heißen, dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn es mir denn gefällt oder es die meisten Likes hat, dann nehme ich das wahrscheinlich als Gildenname. Oder auch nicht, je nachdem, ob es halt gut ist oder nicht. No? Ich muss näher ran. So, nu? Wird hier gefightet? Ich hab Angst. Der hat bestimmt gleich Aggro auf mich. Das wäre nicht gut. Ja, kämpft gegen ihn. Die Geisterfrauen bewegen sich irgendwie gar nicht. Oh, ich fange an, Schaden zu fressen. Ich will die jetzt mal inspirieren. So. Oh, was ist jetzt los? Dann wollen wir doch sehen, wie tapfer Genias ohne seine störrischen Anführer ist. Was macht ihr denn jetzt? Oh, jetzt hat er sich in den Weg geworfen. Vater. Nein. Er war noch so jung. Warum musste er sterben? Wir haben... Was hat er? Nein. Steh auf. Mein Volk hat so lange gelitten. Wenn ich doch nur mehr ihrer Last auf mich nehmen könnte. Oh, was ist neu? Oh. Ja, nimm mehr Last, das finde ich gut. Last ist immer gut. Los, nimm Last, komm, Leben. So, ich muss hier noch was machen, ich muss jemanden sprechen. Ich mach mal die Musik hier mal wieder an. Beeilt euch. Oh, die ist schön. So, warte mal, was haben wir denn hier? Beweglichkeit, die brauchen wir. Jetzt haben wir einen schönen Stabi-Stab. Wo ist er hin? Jagd nach Silvers.
Wo ist der? Da hinten. Wo ist er jetzt hin? Da drinnen vielleicht? Ich habe Angst. Oh, da ist er. Hey. Der will gleich mit mir ins Wasser. Oh, mein Stab, der hat Dornen. Mein Stab, der hat zwei Dornen. Der Stab mit zwei Dornen drin. Es scheint so, als würdet ihr die Kontrolle über Gilneas verlieren, Sylvanas. Garrosh fürchtet, dass er die Invasion selbst ausführen muss. Ja. Ihr könnt Garrosh versichern, dass dies nur ein kleiner Rückschlag ist. Unser Sieg in Gilneas wird endgültig sein. Ihr klingt euch eurer Sache sehr sicher, Eure Majestät. Ich hoffe ernsthaft, dass ihr nicht vorhabt, die Seuche einzusetzen. Garrosh hat es explizit untersagt. Ich frage mich ja, ob das jetzt abbricht, wenn man dazwischen steht. Achtet auf euren Ton, General. Weder ihr noch Garrosh müsst euch Sorgen machen. Die Produktion der Seuche wurde eingestellt, ganz wie befohlen. Ja. Wir würden sie nie ohne seine Erlaubnis einsetzen. Oh, das ist aber klein. Das ist noch kleiner. Ich werde also den Bericht meinem Anführer überbringen. Ihr gestattet. Das ist voll die Goss. Oh, geht mit Ehre, diese glühenden General. Augen. Heißen Blick. Soll ich meinen Männern befehlen, den Einsatz der Seuche einzustellen? Oder fahren wir fort wie geplant? Wir fahren fort wie geplant. Komm, sag es. Was für eine Frage. Natürlich werden wir die Seuche wie geplant einsetzen. Ha, wie geplant. Lasst die Gilnea ihren kleinen Sieg feiern. Morgen werden nicht mal mehr ihre Knochen übrig sein. Wie ihr wünscht. Okay. Und jetzt? Sag bloß, ich muss jetzt zurücklaufen. Er hat sich nämlich nichts getan, glaube ich. Und müssen wir warten, bis der weg ist. Der ist jetzt weg. Kommt jetzt hier einer hin? Nö. Okay, dann müssen wir jetzt zurück. Weil ich jetzt keinen Bock habe zu fighten, schleichen wir uns dran vorbei. Obwohl, ich sehe gar keinen Gegner. Das geht, glaube ich, auch ohne. Der Joghurt mit der Ecke, die Ecke mit was drin. Und wenn ich dran verrecke, dann hat das Leben einen Sinn. Nein, Spaß. So, warte mal, wir gehen jetzt mal da rein. Tschüss, tschüss, tschüss. Was gibt es? Nicht viel. Sprecht mit König Gen. Graumähne auf dem Graumahnshof in Gilneas. Ach, jetzt müssen wir Bomben werfen. Jetzt müssen wir gleich Bomben werfen, glaube ich. Gilneas wird wieder auferstehen. Das glaube ich dir, mein Freund. Ihr stellt mich vor der schwierigsten Entscheidung meines Lebens, Nestor. Was denn? Ich weiß, Käse oder Wurst, das ist immer, das ist die lange Frage des Lebens. Käse oder Wurst, das ist, die Frage stelle ich mir jeden Morgen. Und am Ende entscheide ich mich doch für beides. Ich mache nämlich Käse und Wurst drauf. So, warte mal. Was braucht man denn hier noch? Was müssen wir denn machen hier? Wo muss ich denn hin? Katapulte, Verlassene getötet, einfallende Verlassene 40... Ich glaube, ich muss nochmal zurück und muss tatsächlich mit der Fledermaus fliegen. Weil, wenn so große Zahlen wie 40 oder sowas dasteht, dann ist irgendwas im Busch. Dann muss ich irgendwas benutzen. Mit Fliegen oder Panzer oder sonst was. Und ich kann auch aufsatteln. Seht ihr diesen Pfeil? Seht ihr den Pfeil? Seht ihr den Pfeil? Ich sehe ihn auch nicht. So. Bombe. Hui! Jetzt haben wir bestimmt
überraschenderweise Gegner auf. Ich sehe keine. Ach, die sind da hinten. Oh. Katapult der Verlassenen getötet. Ah, da. Dann machen wir gleich mal hier die Katapulte. Die sind, glaube ich, nicht so viele. Oh, da stehen viele. Da steht noch, stehen auch einige. Und da stehen auch noch welche. Und da stehen viele. Und wo stehen noch viele? Da stehen noch viele auf einem Fleck. Und da hinten stehen auch noch viele. Jetzt haben wir es schon geschafft. Das geht ruckzuck. Am besten immer so die Ziele im Auge behalten. Wo, wie kann ich mit einer Bombe am meisten töten? Das ist eigentlich das Wichtigste. Geht relativ flott. Habt ihr ja gerade selber gesehen. Die schießen ja weiter mit ihren Seuchenkugeln. Das Lustige ist, das Traurige ist, das haben die früher im Mittelalter auch, was im Mittelalter, doch Mittelalter haben sie es auch benutzt, da haben sie tatsächlich verrottete Leichen über die Mauer geschossen und das als Biowaffe, könnte man fast sagen, benutzt. Gilneas wird überleben. Weil es dann dafür gesorgt hat, dass dann Krankheit und Smog und alles da entsteht. Nehmt die halb abgebrannte Fackel, um an die andere Seite des Tunnels unter Gilneas zu gelangen. Ah, der Tunnel, der ist hier. Jetzt muss man den ganzen Ratten vorbei. Oh nee, gleich kommt noch was Blödes. Ich glaube, wir sind noch lange nicht fertig. Kommt jetzt nicht nochmal irgendwas mit dem Grabstein und mit so einem kleinen Bereich? Ich muss auf jeden Fall die Ratten von mir weghalten, weil sonst töten die mich. Ich habe nicht mal eine Flächenattacke. Ich muss alle weghauen. Geht weg! Die greifen mich sonst an und dann bin ich tot. So. Die können mir jetzt gestohlen bleiben. Ja doch, das ist das. Ah, da ist noch ein bisschen was vor uns. Aber nicht mehr viel. Dann müssen wir noch Katapulte kaputt machen und ach, hör mir auf. Hör mal, Angedenken. Wir müssen jetzt so Andenken bedenken, dass man die Denken bedenken danken. Warte mal. Echo. So, wir müssen das jetzt hier alles so ein bisschen begraben. Ich glaube, dann kommen auch Geister. Nö. Ich glaube, das ist so 50-50 Chance. Geister. Nee. Da würden doch Geister rauskommen, wenn ich die ausgrabe oder nicht? Nee. Doch nicht. Habe ich mich geirrt? Dann wechsle ich das mit irgendeiner anderen Quest. Naja, zumindest... Hebst du das auf? Ach, die greift mich jetzt eklig an. Jetzt unterbricht die mich. So, jetzt müssen wir wieder abgeben. Oh, ein Bierchen wäre nicht schlecht. Aber Bier, ich habe glaube ich noch Bier. Hier. So. Seid gegrüßt. Yo, peace. Yeah, Level 13. Jetzt müssen wir da zu diesem Grab und müssen Opfergabe abgeben. Oh, Allah. Obwohl, nee, jetzt werde ich ja gleich wieder gehatet. Ui, Videosequenz, die müssen wir leider abbrechen. Ach, wir erleben einen weiteren... Diese Szene darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden. Yeah. Oh. Das ist immer so eine Sache. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr mal irgendwie auf die Idee kommt, World of Warcraft oder irgendein Blizzard-Spiel zu Let's Playen, dann achtet darauf, dass ihr die Videosequenzen rauslasst. Zumindest wenn ihr es monetarisieren wollt. Wenn ihr es nicht monetarisieren wollt, ist es scheißegal. Wenn ihr es monetarisieren wollt, keine Videosequenzen. Nein, nein, nein. Die Videosequenzen bleiben ganz und voll und ganz Blizzard vorbehalten. Und dürfen nur für Spieler gezeigt werden, die das Spiel auch wirklich gekauft haben. Und da man ja im Prinzip YouTube alles angucken kann. Wir sind fast fertig. Jetzt sind ja die Schiffe. Jetzt kommen glaube ich noch so Flugkommando-Dinger. Wir müssen dann glaube ich noch auf Flug auf so
Zeppelin-Teile und müssen die entern und schlag mich tot. Jetzt wird es noch richtig spaßig. Und Panzer müssen wir kaputt machen. Und dann ist das unser Schiff zum Flüchten. Ich stand einfach so herum. Tom Cruise hat sich in den Schrank gesperrt. Dann kam John Travolta da weg und hat sich auch in den Schrank gesperrt. Doch ich muss mich beruhigen. Und ich ziehe meine Waffe und wir müssen eigentlich einen Panzer nehmen. Schöne ist, als Walk braucht man ja im Prinzip kein Reittier, man ist sein eigenes Reittier. Ah, stirb! Ah, du bist ja auf unserer Seite. Stirb trotzdem! Stirb! Stirb! Stirb, Baum! Los! Baum fällt! Das ist auch schön, dass man in WoW nicht blocken kann. Das wäre so lustig, wenn man blocken könnte. Man könnte so viel Scheiße bauen. So unglaublich viel Scheiße. Ich schieße einfach eiskalt. Ich habe ja keinen Munitionsmangel oder so. Bloody Rain. Der Vadim ist online. Bam, tot. Ah, stirb. Komm schon. Weg. Geh weg. Den müssen wir noch kaputt machen. Komm, fall um. Jetzt aber. So. Oh, das tötet instant. Das finde ich gut. Ey, die 2 ist eigentlich cool. Oh. Total viel Munition verschossen für einen Typen. Ey. Komm schon. Ha. Oh oh. Okay. Ah, weg hier! Wir sind fertig, wir müssen abgeben! Weg hier! Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Olicious. Geht weg! Ihr sollt weggehen! Ich hab euch gewarnt! Noch nicht. Ich hatte die Sorge, als hätte ich sie nicht gewarnt. Hab ich sie nicht gewarnt? Ich hab sie gewarnt. Ich hab sie definitiv gewarnt. Ich finde die Attacke cool. Diese Geschosse sind eigentlich voll brutal. Für alles, was irgendwie aus Fleisch besteht und leicht zerfetzt werden kann. Stell ich mal vor, es liegt auf euch zu. Da will ich nicht mit der Person tauschen. Wir tun, nee. Was wir tun müssen. Was ist das denn? Brauchen wir nicht? Was kriegen wir mehr Geld? Dafür brauchen wir mehr Geld. Bevor wir jetzt losfliegen, wir machen jetzt noch die eine Quest. Irgendwas was zum Verkaufen? Nö. Wir haben nämlich fast keinen Platz mehr. Beeilt euch! Ja. Mit dem müssen wir dann nämlich wegfahren. Zu lange waren wir von Mauern umgeben. Ich muss jetzt warten. Bis zum nächsten Fliegen. Immer mit der Ruhe. Wir werden zuschlagen, sobald wir alle bereit sind. Okay. Okay, warten. Verwandeln. Ich kann das noch nicht wirken. Warum nicht? Warum kannst du das noch nicht wirken, hä? Warum kannst du das noch nicht wirken? Los. Wir müssten eigentlich hier schon hochkommen können. Meine Freunde. Ich habe ja, eigentlich ist ja schon die Erweiterung draußen, ne? Aber ich werde jetzt mit euch hier ein Video nur Nesto machen, ne? Und mit euch streamtechnisch mache ich dann die ganzen alten anderen Klassen.
und werde euch mit euch dann auch raiden etc., weil die Gilde werde ich dann werde ich dann irgendwann erstellen, wenn ja Geduld, mein Freund, ja, was wollte ich jetzt sagen? Wenn ich eine Gilde aufgemacht habe, dann können wir jetzt schon mal zusammen questen, zusammen Zeug machen und kommt einfach auf Egwin. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei meinen Streams mit dabei seid. Ich werde das immer in Twitter ankündigen. Oder ihr folgt mir einfach auf Twitch. Ich schreibe euch mal unten in die Infobox den Twitch-Link. Und dann könnt ihr dann einfach könnt ihr mich auch abonnieren. Dann kriegt ihr benachrichtigt, sollte ich streamen spontan. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, ich kündige das definitiv an. Komm schon. Na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. Na, das Video kommt ja jetzt am Freitag raus, dem 18.11. Nicht der 18., das ist der 21. WoW-Geburtstag, da gibt's EP-Boost. Was habt ihr zu erzählen? Und einen Tag darauf ist der Stream, also am 22. Am 22. ist der Stream um 18 Uhr. Immer mit der Ruhe. Ja, klar, ich will ja loslegen. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Ja, los, 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 los. Oh, go. Rum. Flieg, mein Freund. Da ist das Schiff. Das bewegt sich nämlich nicht. Es hängt einfach in der Luft. Ich weiß auch nicht, was da großartig immer gewartet wird. Wir müssen warten, bis er in der richtigen Position ist. Er steht die ganze Zeit an derselben Position. Oh, okay. Dann können wir losmachen. Jetzt bewegt er sich. Angriff! Ja, wir greifen doch schon an. Ah, ich will gleich hier runter. Ah, jetzt lasse ich jetzt mal hier alle killen. Weg damit. Der ist instant tot. Was gibt es? Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ungeteilte? Aufmerksamkeit? Nicht genug Energie. Ich muss erst etwas anvisieren. Komm, komm. Ich will mich abseilen. Ich will einen abseilen. Komm, ich will einen abseilen. 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 Beeilt euch. Was gibt es? Beeilt euch. Keine Zeit zu vertrödeln. Ruhm sei genährt. Meine Aufmerksamkeit. Hallo? Was gibt es? Hey. Sichert die Sparren. Ach, da hinten ist noch einer. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Jetzt aber. Zwei Scharfschützen bleiben an Deck. Alle anderen, lasst euch an den Seilen herunter. Seilen runter. Machen wir ihnen die Hölle heiß. Abseilen. Ich bin noch nicht bereit. Lass mich doch mal in Ruhe hier. Hände hoch, Grünhäute. Meine Männer werden euch den neuen Kurs durchgeben. Eine falsche Bewegung und ihr spürt Blei. Ich glaube, die verstehen kein Wort. Und der Rest folgt mir nach unten. Hm? Boah, dramatische Musik. Das ist zu weit entfernt. Da läuft sie. Beeilt euch. Ich kann nicht schneller. Gute Frau. Komm, komm, komm. Komm schon.
Sprengstoff ist im Kesselraum. Haltet sie einfach zurück. Okay. Jetzt kommt so der Moment, wo ich mich frage, wie kann das sein? Den hat man an dem ganzen Schiff nicht gesehen. Was macht denn der jetzt? Ich muss näher ran. Ich kann das noch nicht tun. Ich habe nicht genug Energie. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich bin auch so reich. Nicht genug Energie. Okay, das mit dir? Nicht genug Energie. Das ist zu weit entfernt. Will doch nicht leben. Der ist fast down. Ich bin außer Reichweite. Aber ich bin noch eigentlich auf Tank geskillt. Ja. Ich kann das nicht angreifen. Dann kämpfe ich auch als Bär. Ich habe das schon mal erwähnt. Druide ist, glaube ich, die einzige Klasse, wo man auf vier verschiedene Aspekte skillen kann. Wow. Es fliegt gleich in die Luft. Auf die Düfern! Auf die Düfern? Ich wollte jetzt eigentlich erste Hilfe machen auf dem Schiff, während es runtergeht. Flieg schneller! Ich frage mich immer noch, wieso die sich die Flugtiere reiten lassen von Nicht-Hordlern. Die müssen eigentlich so... Nö, ich will nicht, ich kann dich nicht, du bist nicht mein Meister. So Hogwarts-Zauberstab-Style, so. Nein, du bist nicht mein Meister, nein, ich gehorche dir nicht. Du Penis. Ich glaube, wir sind jetzt hier raus aus dem Questgebiet. Kann das sein? Das wäre echt schnieke. Wir haben jetzt alle nervigen Quests abgehakt. Ich hoffe, wir müssen da nicht mehr rein. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, jetzt können wir mit dem Elfentypen reden, mit dem Nachtelfen. Weil die sind jetzt hier so zur Unterstützung so da. Was gibt es? Nicht viel. Yeah, wir kommen weg. Oder? Ist nur da. Ja. Ja. Wir sind raus aus dem Questgebiet. Bei Allah. Ich freue mich. Warte mal. Ich hoffe, das Schiff fährt ja nicht gleich mit mir Was weg. Führt euch hierher? Verkauf erstmal hier alles. Gott. Mögen euch die Sterne leiden. Nö. So nicht, mein Freund. Der ist voll unfreundlich. Die Sterne leiten. Pff. Der will sich über mich lustig machen. Bin ich in Ordnung? Das machen wir jetzt nochmal schnell weg hier. Indies können wir ja jetzt noch nicht gehen. Da fehlen noch genau 1,5 Level. Die machen wir jetzt in der nächsten Folge. Aber erstmal machen wir noch hier. Nein. Ja, die Zeit nutze ich gleich mal und sage euch gleich mal danke fürs Zugucken. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Links ist unten in der Infobox. Ja, und Support würde ich mich natürlich auch immer freuen. So ein bisschen Kommis schreiben, Daumen nach oben, wäre supi. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.